Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jobvideo hier auf meinem Kanal. Wie ihr es uns schon lesen könnt, bekommen wir in den nächsten Tagen Gleiter geschenkt, den Arcana Gleiter, der gestern auch im Shop war und das Ganze, weil manche das offene Tresor-Event nicht miterleben konnten. War auf jeden Fall ein extrem cooles Event. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr in Zukunft Streams zu solchen Events nicht verpassen wollt und vielleicht. Da kommt ja heute auch schon der erste Season 9 Teaser. Falls ihr den Livestream dazu nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo und ein Like. Da wäre auf jeden Fall ein nice Support. Und ich würde sagen, wir switchen direkt rüber in den Item Shop und gucken, was dort heute alles drin ist. Wir haben viele Skins von gestern drin, die natürlich auch extrem cool sind. Zum Beispiel den Luminous Skin. Ich feiere den übelst. Diese Farben sehen extrem cool aus. Der ist aus dem Interstellar Set, eben halt passend zum Live-Event. Finde ich auf jeden Fall extrem cool. Diese Farben sehen einfach extrem episch aus. Dieses Blau-Pinke. Gefällt mir auf jeden Fall. Dazu passend gibt es natürlich auch noch eine Spitzhacke, die Astral-Axt. Finde ich, hat einen richtig coolen Sound. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann gibt es noch den weibliche Version sozusagen davon, nämlich den Traumskin. Der hat auch so eine schön animierte Textur hier, dass das so alles lang fliegt. Das ist eben halt vom Butterfly-Event. Hier hinten, der Backpack sieht eben halt extrem cool aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Der Skin ist sehr, sehr nice. Und dann gibt es noch die Splitterbruch-Lackierung. Sieht eigentlich ganz cool aus, hat so einen schönen Effekt hier eigentlich rüber. Ist im Prinzip die Galaxy-Lackierung und das so nehmen will, sieht eben halt so ein bisschen aus. Finde ich von den Farben allein schon cool und hat eben halt so eine leichte Animierung. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Dann gibt es noch die ganzen Marvel-Skins. Da einmal das Star-Lord-Outfit. Tanzduell. Dann die Milano. Cooler Gleiter auf jeden Fall, vor allem die Aufklapp-Animation. Dann Guardians Axt. Auch einen ganz coolen Sound. Black Widow. Das erste. Natürlich mit zwei Stilen auch. Und dann noch bis der schwarzen Witwe als Spitzhacke. Und Widows Pirouette. Dann haben wir den Archetype-Skin. Im Shop finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Battle Pass Stufen wie zu jedem Ende der Season 500 XP, 10 Battle Pass Stufen für 600 V-Bucks, geht auf jeden Fall vollkommen klar. Und wir haben eine neue Musik tatsächlich drin. Es ist ja vom total funky Mode. Auf jeden Fall ein bisschen abgemixt. Finde ich jetzt nicht so unbedingt cool. Ein bisschen wenig Abwechslung so in der Musik drin. Ja, dann gibt es noch Leuchtstäbi-Mode. Sieht auf jeden Fall cool aus. IC-Mode definitiv. Und dann gibt es noch Wackelquatsch. Mag ich jetzt nicht ganz so gern. Und dann gibt es noch Heumichel als letzten Skin. Battlefield Skin. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so nice. Finde diesen Bauern, den Farmer Look nicht ganz so cool. Aber ist ja Geschmackssache. 800 V-Bucks sind natürlich auch relativ wenig. Dann gucken wir noch rüber in Rette die Welt Modus. Wir haben heute die Lama-Herde. Kann ganz gut teilweise sein. Bei zwei legendären Überlebenden geht das auf jeden Fall vollkommen klar. Ist eben halt immer die Frage, so bei Lama-Herde, wenn man zum Beispiel einen mythischen Anführer der Überlebenden hat oder generell noch kaum Überlebende hat, weil ich meine, man bekommt hier fünf epische Überlebende, zwei legendäre Überlebende. Es lohnt sich schon, kann auf jeden Fall so sagen. Hier hat sich nichts geändert. Und in der Sammlung haben wir tatsächlich neue
Erweiterungsskizzen, die jeder erforschen kann, nämlich die Binder-Tech-Waffen, die kann man natürlich jetzt auch aus allen Lamas ziehen. Ja, ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Video wieder ein und bis dahin, ciao.